Sie werden bedroht, beschimpft oder tätlich angegriffen. Jede vierte Frau war schon einmal das Opfer häuslicher Gewalt. Aber auch in öffentlichen Verwaltungen sind immer wieder Menschen von Gewalt bedroht oder aber sie üben sie sogar aus. Betroffene sollen jetzt durch eine Selbstverpflichtung von Stadt und Region mehr Unterstützung bekommen, Sarah Bittner berichtet. Eine von vier Frauen in Deutschland erlebt häusliche Gewalt. Fast 4.100 Fälle von Gewalt und Demütigung im privaten Raum wurden 2012 in der Region Hannover registriert. Die Dunkelziffer liegt wesentlich höher. Ich denke, es ist wichtig, dass das Thema häusliche Gewalt einfach ins allgemeine Bewusstsein kommt und nicht so mit Scham besetzt und jemand denkt, das passiert nur ihr und sie ist schuld auch noch daran oder so, sondern dass das ein Straftatbestand ist und dass da auch gesellschaftliches Interesse besteht, zu unterstützen. Anlässlich des Internationalen Frauentages setzten die Region und Landeshauptstadt Hannover erneut ein Zeichen gegen häusliche Gewalt. Unter anderem setzten Regionspräsident Hauke Jagau und Hans Mönninghoff sowie die Gleichstellungsbeauftragten Petra Mund und Dr. Brigitte Vollmer-Schubert ihre Unterschriften unter eine gemeinsame Selbstverpflichtung gegen häusliche Gewalt und ihre Auswirkungen am Arbeitsplatz. Normalerweise hält sich ein Arbeitgeber raus aus den Dingen, die privat passieren, aber wenn eben Kolleginnen und Kollegen immer wieder sehen, dass jemand an bestimmten Tagen mit Sonnenbrille kommt oder andere Anzeichen einfach hat, dann für die zu wissen, dass sie sich einmischen sollen, dass sie ganz vorsichtig sein sollen, dass sie Hilfestellung anbieten sollen für die Opfer, das ist das, was ich persönlich schon sehr wichtig finde. Durch gezielte Aufklärung und Fortbildung von Experten sollen Arbeitgeber und Mitarbeiter zu Ansprechpartnern für Betroffene werden. Die Aktion soll eine Kultur des Hinschauens schaffen, das Thema häusliche Gewalt aus der Tabuzone holen und Unterstützung bieten.